Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Ich bin bei Knaus und schaue mir den Street XL an. Denn bei Knaus steht heute der Street XL rum, enthüllt. Da lohnt sich dann vielleicht doch mal ein genauerer Blick drauf. Wie man schon unschwer erkennen kann, wir haben hier ein Fahrzeug mit Hochdach. Auf 6 Metern Außenlänge ist das ein echter Trümmer. Durch die Höhe gibt es im Heck 3 Fenster. Für ein 6 Meter Fahrzeug haben wir hier noch ordentlich Keller parat. 2 große Gasflaschen gehen links davon rein. Man braucht den Keller also nicht ausräumen, wenn man hier ans Gas muss. Das Reserverad ist auch mit am Start, normalerweise natürlich nicht so schick blau beleuchtet. Und ihr seht hier schon, im Heck liegt noch eine Leiter rum, die braucht man natürlich, um vorne ins Hubbett zu kommen. Aber bleiben wir erstmal hier hinten im Heck, da haben wir ein Querbett. Durch die Höhe natürlich extrem große und hohe Schränke. Schöne Beleuchtung mit LED-Bändern, oben das blaue, unten das schön temperierte Licht. Ja, und auch qualitativ Stoff, Seitenverkleidung der Wände, 2 Lagen Kaltschaummatratze und eine geschlossene Isolation, keine Kältebrücken. Steht da an der Wand zumindest. Ich habe es nur gesagt, nicht überprüft. Im Heck haben wir ein großes Dachfenster, in der Mitte auch noch ein Durchschlag. Da ist jetzt hier die Klimaanlage verbaut. Ja, auch ProMobil ist hier unterwegs, machen hier noch ein kleines Shooting. Wir halten den Van frei, helfen natürlich gerne mit. Das Model sitzt bereit, kann losgehen. Geräumige Dinette, links dann der Küchenblock. In einem 6 Meter Fahrzeug natürlich nicht überragend groß. Dafür gibt es natürlich nach oben sehr viel Deckenfreiheit. Und das Bett lässt sich sehr leicht rausschieben, um das Hochbett hinzubauen. Wir haben hier oben die Führungsschienen und darauf gleitet das Bett dann raus in die Schlafposition. Also das lässt sich sehr leicht hier rausziehen. Rastet in Position ein und fertig ist das Bett. Super simpel. Und oben schönes Fenster vorne raus und noch ein Dachfenster, links-rechts Fenster. Sehr gut zu belüften. Wir haben ja gerade noch das Hochbett unten und ihr seht schon, man kann hier dennoch entspannt auf den Sitzen sitzen. Also einige können oben pennen und der Rest sitzt noch hier in der Dinette und chillt ein bisschen und macht sich einen schönen Abend. Genauso wie der Aufbau leicht ist, kann man es auch mit einem Arm wieder davon schieben. Sehr cool. Schön designter Küchenblock hier mit viel Platz. Natürlich haben wir hier auch ein Badezimmer an Bord. Werfen wir einen ganz kurzen Blick rein. Ja, filmen an so einem Tag ist nicht einfach. Ich habe mich mal ins Bad verzogen. Das hat einen schönen Platz. Ich stehe hier mit ausgestrecktem Arm. Und wenn man auf dem Topf sitzt, hat man auch noch gut Platz. Was halt einfach fehlt, ist eigentlich kein Seitenfenster. Denn das ist vorhanden, finde ich gut. Nach oben gibt es LED-Spots. Angenehm temperiert, aber natürlich kein weiteres Fenster. Aber ich habe hier natürlich richtig geil Deckenfreiheit. Guckt euch das an. Der Kopf ist weit weg von der Decke, also für große Leute gemacht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Duschbrause dann echt extrem weit oben hängt. Für so ein großes Auto ist das Waschbecken relativ übersichtlich. Dafür gibt es einen großen Wasserhahn. Und mit dabei ist auch noch ein Duschvorhang mit Abstandshalter zum Aufblasen. Duschvorhang geht einmal rum, außenrum. Jo, und das Fenster kommt mit Verdunklung und mit Fliegenschutz. Stauraum ebenfalls noch vorhanden, einmal als Fach und dann noch offene Fächer hier unten. Ja, dann kommt man hier aus dem Badezimmer raus und sieht, dass die Dinettbank auch noch zum Rausziehen ist, was natürlich mehr Platz gibt, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Ja, was fehlt noch? Wir haben natürlich die Küche kurz gesehen. Werfen wir noch einen Blick in den Kühlschrank, der ist in angenehmer Höhe angebracht. Wenn man direkt davor steht, geht er nicht auf. Oh. Und der Arm verknotet sich. Das war der kurze Durchgang, mehr ist heute nicht drin. Ich mache mich vom Acker. Nach so einem kurzen Durchgang ist natürlich nicht ganz einfach, ein Fazit zu machen. Fahrzeug sieht gut aus, macht einen guten Eindruck. Was mir sehr gefällt, ist das Hochbett, was wirklich sehr leicht aufzubauen ist und sehr schnell wieder verräumt ist. Heckbetten hinten natürlich, naturgemäß nicht groß. Aber auf 6 Meter hat man hier wirklich ein cooles Fahrzeug mit gut Platz. In der Höhe natürlich. Man muss damit klarkommen, dass man halt hoch ist und Limitierungen hat zum Teil bei Durchfahrten. Aber ansonsten
coole Entwicklung, schöne Weltneuheit. Ja, was ich als kleinen Kritikpunkt jetzt nach dem kurzen Durchgang sagen kann, der Kühlschrank bei der Größe des Fahrzeugs, sie dürfte ein bisschen größer sein, aber sonst prima. Da Knaus und Weinsberg ja zusammengehören, auch wenn das eine ein Ort ist und das andere nicht wirklich, bei Weinsberg gibt es auch noch den CB600 MQH, das muss man auch dreimal lesen, um sich zu merken. Und der ist im Prinzip baugleich mit dem gerade gefilmten Knaus. Ja, wobei der Weinsberg hier mit vorgehängten Fenstern steht und der Knaus hat die schicken integrierten Fenster. No one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn to balance.